So Leute, für alle Steieraug-Besitzer unter euch, ihr kennt wahrscheinlich das Problem mit der Steieraug-Z in Verbindung mit der Schiene. Es sind so lustige Dinge wie der Spannschieber zwickt in den Fingers, EOTEC passt nicht, es ist alles eine Murkserei. Der Magazinlöseknopf ist einfach nur scheiße und da haben sie sich nicht wirklich was dabei gedacht. Und somit werden wir schauen, dass wir uns da nicht mehr die Brassen einzwicken. Wenn man sich schneller mal versucht, den Spannschieber, man zwickt sich meistens irgendwo an der Metallschiene, die Bratzen, es springt vor und zurück. Also es ist nicht wirklich das Lustigste an einem Steierauk mit der Schiene. Genauso ist ja der Magazinlöser, ja, nice to have, aber nicht wirklich ein Novum. Man kann schauen, es ist nett, aber im Ganzen finde ich es einfach noch nicht so wirklich geil. Da gibt es die Firma Carbatec, die haben zum Beispiel einen verlängerten, abkippbaren Spannschieber. Es gibt einen veränderten Magazinlöseknopf und es gibt natürlich auch für oben einen Kompensator noch. Und dann schaut das ganze Gewehr dann so aus. Ja, und dann schaut das Ding mit den Carbatec-Teilen so aus. Ein beweglicher, federgelagerter neuer Spannschieber. Man spannt auf Seite und nimmt die Finger im EOTEC ein. Wir haben den modifizierten Magazinlöser von Carbatec. Ein Griff, ein Zack und drin ist die Partie. Beide Seiten zum Lösen. Auch nach hinten fällt er raus. Also wenn man AK-Style möchte, Klick. Und was wir noch ganz Feines haben, ist einen Kompensator von der Firma Carbatec. Jetzt schaut es doch ganz schnick aus. Ganz nett. Ja, nicht zum Vergessen, wir haben noch drauf. Das allerneueste Odin GLM, ein Modul mit grünem Licht, weißem Laser. Blödsinn, weißem Licht, grünem Laser, der Glenn ist total happy damit. Wir haben drauf ein klassisches EOTEC, eines meiner allerersten Gerätschaften, die ich gehabt habe. Ja, und somit werde ich das Ding jetzt meinem Sohn, dem Glenn, übergeben. Viel Spaß damit, schießt da kein Auge aus. So Leute, und jetzt werdet ihr mal schauen, was wir da alles umbauen an der Geschichte. Und zwar einmal den Spannschieber. Wir haben da auf Carbatec neuen verstellbaren oder mit Federungsmechanismus versehenen Spannschieber. Und jetzt machen wir noch den Kompensator drauf. So Leute, grüß euch, auf geht's zum Schießstand. Wir probieren unsere neue Steieraug Z und unsere CC Brenn aus. Bis gleich. So, ist doch geil, wenn man schichtet, oder?
So Leute, falls ihr es noch nicht kapiert habt oder bemerkt habt, wir sind in der Komazone, das heißt wir, ich und der Glenn, wir sind beim Patrick und wir haben heute ein paar richtig geile Highlights zu zeigen, seid gespannt. Unsere CZ Brenn alias Takti Kratki, zusammengestellt von mir, besorgt vom Kratki alias der Martin. Schaut doch geil aus. Klappschaft. Wir haben drauf ein Holosun Ames 1,2-fach vergrößert mit Shaken Awake. Die Odin. Wir haben noch ein LLM-Modul drauf für Notfälle, sprich. Wie immer mit dabei meine leicht gepimpte 17er. Des Weiteren ein geiles Highlight. Eine Steyr Aug Z. Kompensator drauf von Covertech. Eine Odin GLM drauf. Spannschieber. Covertech Magazinlöser. So Leute, jetzt probieren wir sie noch schnell aus, die Covertech Tuning-Geschichten. Au, das übergeben wir jetzt dem Glenn. Viel Spaß damit, schießt da kein Auge aus. So Leute, das war jetzt Glenn seine Steyr Aug Z mit dem Covertech Kompensator. Meine Ohren pfeifen ein bisschen, aber jetzt nehmen wir uns die Glenn vor. Probieren Sie die 43X Mario. Lass meine Fahne. Ja.